Oh Gott, wir werden alle sterben. Die Fuelogs gehorchen ihm ja offensichtlich. Immerhin. Was hast du mit uns vor, Ronny? Na, ihr seid natürlich Ehrengäste auf meiner Party. Immerhin warst du es ja, der mir beigebracht hat, wie man Fuelogs herstellt. Und der mit dem Aluhut meine Sicherheitsprotokolle außer Kraft gesetzt hat. Rufus, es war notwendig. Wozu war es denn bitte notwendig, eine Rasse aus Killerwesen zu erschaffen? Ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Aber zum nämlichen Zeitpunkt war es das Gebot der Stunde. Ist es denn so wichtig, wie es passiert ist? Genießt es doch einfach. Ihr könnt jeden Morgen wieder anfangen, meinen Fuelogs zu entkommen. Solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abenteuer niemals enden. Du trägst aber keinen Hut. Du trägst aber keinen Hut, Ronny. Putzschnitzel, du hast recht. Warte, das muss ich sofort korrigieren. Ein Aluhut, ja. Yeah. So ist es besser. Damit ist jetzt Schluss, Ronny. Wir gehen nach Kuvak und durchbrechen die Schleife. Boah, ihr Schlingel, das könnt ihr nicht. Was wäre denn das für ein Ende? Alles voller Fuelogs, alle tot. Elysium verwüstet. Nein, so werdet ihr es nicht enden lassen. Aber versucht es trotzdem gerne. Darum geht es ja bei Ronnys lustiger Fuelogs. Och, kommt schon. Schaut nicht so traurig. Spielt mit. Solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abenteuer niemals enden. Ich hab das Gefühl, es gibt kein Happy End in diesem Spiel. Und dein Hut ist dämlich, Ronny. Schau doch mal in das Hutmode-Magazin. Dein Hut ist dämlich, Ronny. Ich weiß. Aber versuch du mal, einen Hut zu falten, wenn du Blätter statt Händen hast. Nicht einmal Papierflieger kriege ich richtig hin. Hui. Oh. Sorry. Das Spiel ist für heute sowieso fast rum. Nicht mehr lange. Dann geht es wieder. Wiku, wiku, wiku. Ihr könnt mir gerne ein bisschen Gesellschaft leisten, während wir hier auf den Zeitsprung warten. Ich spiele euch dabei den neuen Song vor, den ich geschrieben habe. Deine Finger. Na. Lass die Hände schön da, wo ich sie sehen kann. Was? Ich darf nicht ins Inventar. Darf ich? Ja, ich glaube, das war jetzt lustig genug. Autsch. War ja klar. 50 Jahre Herz Magazine. Die besten Hüte aus 5 Jahrzehnten. Na, wenn das kein drolliger Zufall ist. Na los, lies vor. Was für Hüte haben es auf die Spitzenplätze geschafft? Nein, ich wollte, dass er weiter singt. Nein, ich wollte nicht, dass er schon aufhört zu singen. Ich wollte seinen Song hören. Ach, ich Mist. Eine Melone, Obsthüte, Sombreros, Aluhüte. Hey! Als letztes in der Top 5 sind doch tatsächlich noch Warnhütchen vertreten. Eine hervorragende Wahl. Ich glaube, ich habe noch eines an der Kartbahn gesehen. Super! So singt es sich doch gleich viel entspannter. Deine Fingernägel einzeln aus den Nagelbetten rauszuziehen macht Spaß. Deine Augenlider einzeln mit einer grünen Zange umzudrehen. Spaß! Ich schlag dir deine Zähnelein mit einem kleinen Hammer ein und steck dir Nadeln bis zum Anschlag mitten in die Augen. Ich säge deine Knochen an und lasse kleine Igel dann an deinen blanken Nervenbahnen saugen. Denn Spaß ist, wenn man trotzdem lacht. Und jetzt alle! Deine Fingernägel einzeln aus den Nagelbetten rauszuziehen macht Spaß. Augenlider einzeln mit einer. Okay. Irgendwelche Ideen? Ich dachte, das sei dein Spezialgebiet. Ist es ja auch. Ich wollte nur abgleichen, ob du zufällig dieselben hast. Hey, nicht tuscheln! Wer flüstert, der lügt. Deine
Honey! Einzeln aus den... Was? Willst du noch was loswerden, bevor alles wieder von vorne anfängt? Dein Hut ist dämlich, Ronny. Findest du? Oh, halb so wild. Alles kommt irgendwann wieder. Mode verläuft zyklisch. Also, welchen Hut soll ich als nächstes ausprobieren? Eigentlich möchte ich ja, dass er alle Hüte einmal durchprobiert, oder? Oder? Ja. Sombreros belegen den dritten Platz. Eine hervorragende Wahl. Davon gibt's reichlich im Eselgehege. Einfach fantastisch. So singt es sich doch gleich viel entspannter. Deine Fingernägel. Ach, ich dachte, jetzt singt er irgendwas anderes. Was willst du noch was loswerden, bevor alle... Dein... Alles... Also... Den Obstzug möchte ich noch sehen. Obst- Melone kann er sich dann auch sparen. Zwei. Eine hervorragende Wahl. Da kann ich mir bestimmt was vom Nachmittagsbefehl tibitzen. Schnieke, nicht wahr? So singt es sich doch gleich viel entspannter. Die Melone ist dann ja quasi schon im Obstzug drin. Na, lass die Ach so. Schön da, wo ich sie sehen kann. Nagelbecken Holly. Rauszuziehen macht. Willst du noch? Sorry, ich überspringe das jetzt alles, das kennen wir ja schon in den Satz. Hier, die Aluhüte. Aluhüte haben es immerhin noch auf einen guten vierten Platz geschafft. Eine hervorragende Wahl. Aber wo bekomme ich so... Von der Festplatte. Hattest du nicht einen bei dir im Computerkern? Ach ja, ich Dummerchen. So, besser geht's jetzt aber wirklich nicht. Immerhin ist dieser Moment! Was ist denn jetzt los? Das war doch ein Trick! Der Huhn überlebt mein Avatar! Violax! Zum Angel! Rufus, jetzt! Das ist unsere Chance! Schnell! Aha, ich sehe Potenzial. Schieß! Dein Hut ist hiermit wieder voll out. Goal, jetzt! Was? Wo zum Geier sind wir? Aha, ich sehe Potenzial. Das kam unerwartet. Oh ja, schick die Violox in die Wüste, das ist gut. Das war stark. Können wir das nochmal machen? Wie denn? Die Violox versperren den Weg zum Ufer. Hast du einen Plan? Kommt sofort. Ja, natürlich haben wir einen Plan. Boah, immerhin sind wir Rufus. Hier mal was. Bin sofort zurück. Rufus. Rufus? Rufus. Aua, aua. Immer wieder aua. Oh je. Goal. Ich wollte eigentlich nicht, dass du das hier siehst. Schon okay. Ich komm klar. Niemand sollte seinen eigenen Tod mit ansehen müssen. Das da bin ich nicht, Rufus. Das ist Rita. Was? Aber... Du hast recht. Hui, ist das verwirrend. Das letzte Mal lagst du hier. Genauso. Ich kann's ihm nicht verübeln. Woran erkennt man das? Wir können das ändern. Ich kenne einen Weg zurück. Damit ich dann hier liegen kann? Das ist alles so deprimierend. Das ist wirklich sehr deprimierend. Und wir haben immer noch nicht das Garagentor offen. Hey, Moment mal. Ist es etwa leer? Nein, steht geladene Armbrust da. Aber sie leuchtet nicht mehr so schön. Nichts Neues zu erkennen. Nein, Moment. Ich weiß, wo was ist.
Na, ob das noch funktioniert? Aha. Einmal aufmachen. Einmal nachladen. Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Zeit, sie wieder aufzuladen. Ach, deswegen war sie nicht mehr geladen. Und dann... Das ist auch neu. Scheinbar sind wir noch weiter in der Zukunft, oder wie das hier heißt. Was wohl in der Zwischenzeit passiert ist? Nichts Neues zu erkennen. Naja, so richtig weiter geht's dann hier ja wohl nicht. Hey, ein Brecheisen! Wo kommt das denn her? Das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich will nämlich endlich das verdammte Garagentor aufkriegen. Geschafft. Ja, und jetzt? Das führt ja wieder in die Wüste. Moment mal. Na also. Goal, ich habe einen Ausweg gefunden. Ein Glück. Dieser Ort macht mir Gänsehaut. Zumindest hat er seit unserem letzten Besuch ordentlich Federn gelassen. Worauf warten wir noch? Ja, lass uns von hier verschwinden. Ladies first. Oh, die Wüste lebt. Wow. So viele Buntpflanzen. Das sind Blumen. Nicht einmal auf Elysium haben wir so viele davon. Seien wir ehrlich, es ist nicht komplett hässlich. Und das verdanken wir nur euch beiden. Wir waren das? Ihr habt den Krieg beendet und uns den Weg ins gelobte Land gezeigt. Und? Gibt's jetzt eine Party? Wo sind deine Mitstreiter? Die sind schon aufgebrochen. In die Vergangenheit? Die Quelle von allem, was gut und richtig ist, ne? Genau, danke. Tausendmal danke. Oh, so romantisch. Kannst du noch? Klar, weiter geht's. Danke, tausendmal danke, danke. Tausendmal danke. Das waren dann 6. Danke. Tausendmal danke. Das waren 8. Tausendmal danke. Ob man irgendwas dafür kriegt, wenn man wirklich ihn tausendmal danke sagen lässt? Ich hoffe nicht. Erstmal speichern. Gut, gehen wir. Oh nein, nicht wieder hier. Ach, zum Glück gibt's nur das Portal. Es ist fast wie früher. Na, kein Wunder, ist ja auch früher. Kannst du noch? Klar, weiter geht's. Wer hat die Leiter dahingestellt? Und da auch. Und überhaupt und so. Ach, süß. Die Wombat-Kriege. Und die Schnabeltier-Kriege. Schnabelamor. Und Disk-Wombat. Kannst du noch? Klar, weiter geht's. Wie man hier einfach nichts machen kann, als weiterzugehen. Schön. Uns wundert sich auch keiner, dass wir aus dem Portal steigen oder so. Aha, ich sehe Potenzial. Da können wir doch jetzt hochklettern dann, oder? Du, Rufus. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Du bist eine Katastrophe, zugegeben. Aber irgendwie schaffst du es am Ende doch. Du machst die Dinge besser. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben. Aber wenn ich mich so umsehe... Jetzt werd mir mal nicht rührselig. Komm, die Zukunft wartet. Ja, auf geht's. Na, dann wollen wir mal. Verlieb dich in mich mit unserer wunderschönen Zukunftstour. Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? Da hinten ist auch noch ein kleines, aber das können wir wohl nicht benutzen jetzt mal. Hey, sie haben sogar die Animation für Goal gemacht. Ich dachte schon, sie schneiden jetzt vorher. Ihr da! Was treibt ihr da? Wir sind die Einheimischen!
Menschenlichen! Wir sind gekommen, das heilige Land unserer Väter zu beanspruchen! Ich bitt's wohl! Wir wohnen schon ewig hier und wir haben keinen Platz für irgendwelche dahergelaufenen Babasöhnchen! Und was willst du dagegen machen, Opa? Opa! Was für eine Unverschämtheit! Das bedeutet Krieg! So, so. Da wären wir wieder. Goal, Rufus! Was treibt ihr denn noch hier? Rita und Rocco. Schau mal, Goal. Es sind Rita und Rocco. Hunderte von Fuloks wurden in die Zwischenzeit gespült. Wir evakuieren die Stadt. Was ist mit der alten Goal? Und Angus? Die haben sich geweigert mitzukommen. Sie sind noch auf der Farm. Dann können wir noch nicht gehen. Na dann, viel Glück. Ja, euch auch. Ist dir Ritas Bauch aufgefallen? Komm schon, es ist hier nicht sicher. Das Gefühl habe ich auch. Wo ist mein Mauszeiger? Wo ist mein Mauszeiger? Fuelock-Alarm! Bringt euch in Sicherheit! Puh, das war knapp. Und nun? Wir sitzen in der Falle. Tja, sieht so aus. Das heißt... Aber da draußen war doch das Portal nach Kuvak. Das war das, was wir eigentlich brauchen. Moment, was? Alter Tisch, warum sind hier alle so zwiegespalten? Mir gefällt die Szene irgendwie. Ja, das sind die Pläne. Mach das Licht an, Rufus. Lass uns die Werkbank benutzen. Wir brauchen ein Rohr. Wir brauchen... ein Tape. Wir brauchen einen Schraubendreher. Und die Muffe in das Rohr. Und nochmal Tape drum. Oh yeah. Dann ab in den Spind. Schnapp dir den Schraubenschlüssel. Schnapp dir die Werkzeuge. Mach das Timeport einsatzfähig. Und ins Loch damit. Und Rufus, du musst gleich das Ganze aktivieren. Oh ja, die Reifen. Und das Werkzeug. Dosenbier. Erst noch ein bisschen trinken. Was haben wir hier? Chips? Oh ja. Warum ist die Musik weg? Wir haben noch gar nicht fertig. Und? Was ist das? Nach rechts! Wir müssen nach rechts! Schrei mich nicht an! Ich kann hier unten kaum etwas sehen! Ja, darum sag ich's dir doch! Rechts! Rechts! Stopp! Hier muss es sein! Dann sieh zu! Die zerlegen uns sonst noch! Nicht hetzen! Ach komm! Schau durch die Brille, Rufus! Aha! Ich sehe Potenzial! Geschafft! Los jetzt! Schubrakete! Halt dich fest! 3, 2, 1... Meine Schuld! Die zerlegen uns hier schon das Fahrgestell! Was ist? Kommt hoch! Das geht nicht! Mein Bein ist eingeklemmt! Geht ohne uns. Ich bleibe bei ihm. Ich wäre sowieso nur Ballast. Nein! Entweder es gehen alle oder keiner! Den Satz wollte ich schon immer mal sagen. Komm schon, Rufus. Das da draußen ist nicht mehr unsere Zeit. Irgendwer muss die Welt jetzt noch einmal ganz neu retten. Und ich wäre sehr enttäuscht, wenn das nicht ihr beide wärt. Geht schon. Ja, na gut. Aber wohin? Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt für einen deiner bescheuerten Pläne.
Wie bescheuert darf er maximal sein? In Anbetracht unserer Lage? An Wahnsinn grenzend bescheuert. Nur grenzend? Darauf kann ich leider keine Rücksicht nehmen. Spring!